Hallo und herzlich willkommen zu The Infected. So, aufpassen, dass wir uns hier nicht die Knochen brechen. Wunderbar. So, ich würde als erstes gerne ein bisschen was vorbereiten. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen Lager schaffen. Und das müssen wir mal schauen. Das machen wir hier mit Holzscheitständern. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht hierhin, dahin, dorthin. Ist vielleicht auch nicht so toll. Wir machen das jetzt hierhin. Es ist sowieso bloß erstmal für den ersten Moment, dass wir hier ein bisschen was lagern können und dass ich dann in Zukunft euch hier die Ständer fülle und dass wir dann von da aus dann immer weiterspielen. Ich hoffe, das geht mit der Ebene hier. So, wunderbar. Haben wir. So, kann ich schon mal was reintun? Jawohl. Und ich glaube, ich bräuchte als erstes auch noch ein Lagerfeuer. Da werden wir gleich mal schauen. Essen, trinken. Da haben wir hier. Das machen wir mal hier so hin, dass wir noch die Wände machen können. Jawohl. So, dann bräuchte ich ein paar Kisten. Das ist auch wichtig. Die brauchen zum Glück bloß Bretter. Das ist sehr passend. Das Feuer zischt schon, obwohl es gar nicht an ist. Das ist auch nicht schlecht. So, dann machen wir hier ein paar Kisten hin. So. Und vielleicht noch eine hier. Wunderbar. Ja, wir machen erstmal hier so eine kleine Übergangshütte, ne, dass wir uns verkriechen können im Notfall. Dann machen wir hier eine Treppe. Ja, ich habe eure Kommentare natürlich gelesen. Der Punkt ist ganz einfach, ich glaube nicht, dass es am Fundament liegt. Wir werden das aber testen, definitiv. Und dazu, ja, schauen wir uns das Ganze dann nochmal an. Was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt erstmal hier eine Eingangstür. Ich will immer mit der linken Maustaste das setzen, aber das ist es ja gar nicht. So, dann machen wir mal, warte, hier mache ich mal mit Fenster oder so. Haben wir das gesetzt? Ja. Ich will ja hier nicht zu viele Fenster machen, wir wollen es auch nicht übertreiben. Am Ende reißen wir das wahrscheinlich sowieso schneller wieder ab, als wir gucken können. Und, naja, so ist es halt. So, dann würde ich gerne noch ein Dach setzen und da Dächer. Wollen wir mal was Exquisites nehmen? Wie sieht denn das hier mit dem aus? Problem ist, das ist zu groß. Das ist zu groß und vielleicht brauchen wir dafür auch Ziegel oder sowas, ne? Lehm, ja, Lehm, das will ich jetzt erstmal nicht. Ne, dann, sofern wir hier Lehm brauchen, ne, dann machen wir das anders. Dann machen wir Deckenelemente. Dann machen wir das so. Geht das schon zu platzieren? Ne, will er nicht. Gut. Daran hat sich nichts geändert. Kein Problem. Ich werfe mal hier die Bänke an. Und das können wir vielleicht schon mal hier reintun. Jawohl. Warte mal, da kommt mir gerade eine Idee. Jupp. Jupp. Und jupp. Ja. Ja, so läuft das doch, glaube ich, ganz gut. Ja, wie werden wir es machen? Ich werde jetzt erstmal die ersten Folgen hier so ein bisschen die Basics wieder zeigen. Das werden wir ganz gemütlich aufbauen. Dann werden wir ein bisschen was an der Basis machen. Dann werden wir uns unsere ja, Sachen kräften, die wir brauchen, ganz klar. Und ja, nebenbei immer mal dann halt hier den Quests nachgehen. Ne? Aber erstmal die Grundvoraussetzung ein bisschen hier treffen. Und dann sollte das passen. So, das ist ja ziemlich schnell hier gemacht. Muss bloß mal... Dann haben wir, wie gesagt, auch genug Lagerplatz. So, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle. Und dann läuft das. Wunderbar. Gut. Ja, okay. Wir sind, glaube ich, voll. Ich habe nicht mehr Platz. Ja, durchs Holzhacken nehmen wir ja auch anderes Zeug auf, ne? Muss halt sein. So, na komm her. Und schwuppdiwupps. So, wir schauen mal, was wir jetzt hier nicht vollkriegen. Ja, das reißen wir jetzt ab und damit ist gut. Ne, wir wollen es ja nicht übertreiben. So, wunderbar. Sehr schön. Steinchen kann man mitnehmen. So, subi. So, dann nehmen wir mal hier. Ja, ihr seht, es ist nicht viel. Es ist nicht viel los. Die sind halt schneller leer, als du gucken kannst. So, ich tue mal ein paar Steine rein, Stöcke tue mal rein. Das können wir mit rein tun. Wunderbar. So, dann können wir jetzt uns vollladen. Wunderbar, sehr gut. Ja. Und dann können wir nämlich auch unseren Truck leer machen. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir ein bisschen Holz.
Leider geht der schnelle Trick nicht mehr. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen aussetzen hier. Und das Holz, beziehungsweise das Feuer muss ich gleich nochmal anwerfen. Denn unsere Werte sind da ein bisschen im Keller. Und dazu würde ich gerne die Steine hier rausnehmen. Okay, dann fällt alles raus. Das brauche ich auch nicht. Gut. Dann gucke ich hier nochmal. Die Steine nehmen wir mit. Die brauche ich. Das Holz nehme ich mit. Wunderbar. Gut. Dann haben wir das schon fast. Was brauchst du denn noch? Feuerholz brauchst du. Das kannst du kriegen. Das kannst du kriegen. So. Siehst du, gerade hatten wir es. Haben wir es verheizt. Ist aber nicht so schlimm. Was brauchst du noch? Zwei Feuerholz noch? Die kriegst du gerne. So. Wunderbar. So, was können wir denn jetzt machen? Wir könnten zum Beispiel mal eine Kartoffel hier durchlassen, wenn wir das wollen. Und wir könnten auch mal ein bisschen Holz schon reintun. Hier was von dem. Jetzt muss ich kurz gucken. Wasser wäre eine Option. Wie sieht es denn da bei uns aus? Haben wir noch? Kann ich mal trinken? Da muss ich... Wie war es gleich? Sowas. Genau. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen... Aber... Müssen wir halt so machen, ne? Was für die trinke ich jetzt? Esse ich jetzt auch mal hier. Die schaden uns zwar ein klein wenig, ne? Mit irgendwas machen sie Minus. Ich weiß nicht, ob Wasser oder irgendwas. Aber am Ende ist mir das auch erstmal egal. So, gut, einen machen wir noch. Und das ist eben der Vorteil. Wir haben hier Wasser, wir haben die Mine, wir haben die Biome vor der Haustür. Das war so meine Intention. Deswegen haben wir es so gemacht. So, einmal leeren. So, das kann ich mal essen schon. Das esse ich auch noch. Das esse ich mal alles. Zwiebelsuppe können wir sowieso noch nicht machen. Also ist es erstmal egal. So, jetzt muss ich hier... Wie war denn das mit dem Feuer? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo haben wir ein Feuerzeug. Ja, so war es. Genau. So, dann kann das Wasser mal laufen und das. Und ich kümmere mich mal um einen Froschi. Muss ja irgendwo einen Frosch hier geben. Ah, ich höre was. Hey, Buddy. Danke. Jagd. Die Jagd ist eröffnet. Genau. Hier ist eine Melone, die sehe ich gerade. Ja, nehmen wir mit. Habe ich einen Bär gehört? Weiß ich nicht. Frosche, glaube ich, sind auch weniger geworden. Ne? Das haben sie ein bisschen angepasst. Muss ich aber auch sagen, es war immer ziemlich heftig mit den Fröschen. Also da habe ich auch nichts dagegen. Da ist ein Schaf. Kriege ich das? Da gibt es ja bestimmt Fleisch und Wolle und so, oder? Ja, ich habe jetzt keinen Tisch, aber wir können das auch so machen. Ja, indem ich das so mache und dann nehme ich mal hier die Axt raus. Und dann kriege ich da auch was raus. Nee, das will er nicht. Warte mal. Schaf aufheben. Nee. So funktioniert es nicht. Das ging doch auch ohne die Werkbank. Nur der Ertrag ist ein bisschen weniger, ne? Na komm mal her, hier. Vielleicht geht es im Wasser nicht. Wir prüfen. Wir prüfen. Und dann werden wir es weiter sehen. Die Axt musste rausgenommen werden. So, tot bist du schon mal. Vielleicht ging das mit dem Tier wirklich nicht. Jetzt habe ich das umsonst getötet. Aber das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Was soll ich denn dazu sagen jetzt? Entschuldigung. Ach nein, du hältst das im Kopf nicht aus. So, einmal hier rein. So, die Kartoffel ist bestimmt fertig. Jawohl, die können wir essen. Die bringt uns ein bisschen was. Das Fleisch kann drauf. Gut. Das ist irgendwie doof. Ich habe es getestet. Ich habe ja gesagt, ich war unterwegs auf der Karte. Ne? Ich habe es getestet und es geht immer noch. Aber das war ein anderes Tier. Was hatte ich? Eine Ziege. Ich weiß ja nicht mehr, was ich bekommen hatte. Ein bisschen Fleisch. Ne? Ein, zwei Fleisch. Also es war ganz wenig. Ne? Es war wirklich ganz wenig. Aber warum das jetzt beim Schaf nicht geht, kriegen wir da aus dem Schaf nur Wolle? Da gibt es ja auch Fleisch, oder? Na, ich weiß nicht. So, ich mache mal hier ein bisschen Holz, dann machen wir das Häusel fertig. Dann hoffe ich, dass wir unsere Werte ein bisschen nach oben bringen.
dann hätten wir es schon wieder, ne? So. Ja, dann werden wir die Sticks dort ein bisschen füllen. Die Ständer, dass wir dann in Ruhe bauen können. Und ich werde dann entweder Holz organisieren oder ich werde auch mal was vielleicht ohne euch bauen. Ne? Ich habe ja gesagt, das wird hier kein volles Let's Play, wo wir jetzt hier 50 Folgen machen oder so. Kann aber sein, dass ich meine Meinung noch ändere, aber ich denke mal, wir wären eher in der Richtung, dass ich auch mal was offscreen mache und dass man dann, dass es dann einfach mal fertig ist. Ne? Ja, ich habe mir auch überlegt, nochmal die Bäume vielleicht doch rauszunehmen. Weiß ich noch nicht. Na, dass die nicht wieder nachspawnen. Hat ja auch so einen reellen Touch, aber ich denke, das würde ich mir lieber für das nächste Let's Play vielleicht aufheben. Wo man da... länger vielleicht spielen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, wie lange wir hier machen. Jetzt hat er keine Puste mehr. Der traut sich was. So, Wasser haben wir aufgesetzt. Wir haben auch was zu essen. Ich hoffe, das verbrennt nicht. Verbrannte das? Ich glaube nicht, ne? Das mit dem Schaf ist ja blöd. Das ist ja mal echt blöd. So war das nicht geplant. So, ich guck mal, ob das verbrannt ist. Nö, sieht gut aus. Ja, das gab einen ganzen Schub. Erstmal noch ein Melönchen, ja. Aber es reicht nicht. Ich brauche irgendwas anderes. Und ich brauche mal Pfeil und Bogen. Jetzt muss ich mal gucken, Pfeil und Bogen, was braucht man dafür? Da gehen wir mal hier rein. Pfeil und Bogen. Da brauchen wir Seil, da brauchen wir Stock. Seil haben wir da irgendwo. Irgendwo haben wir Seil. Das nehme ich gleich mal mit. Seil haben wir. Da fehlt mir noch eins, ne? Ja, das kann sein. Gut, dann brauche ich auf alle Fälle eine Werkbank. Die haben wir hier. Ich weiß gar nicht, was brauchte ich. Warte mal, ich muss mal gucken. Was braucht man für die Werkbank? Nägel. Da brauchen wir den Amboss. Mhm. Bretter und Eisenbarren. Ja. Ja, scheint mir auch so. Gut, dann die Werkbank. Die können wir vielleicht mal drehen mit... Wie drehen wir die mit dem Mausrad war das? Okay. Haben wir. Und dann bräuchte ich noch solche Öfen hier. Wie die sonstiges, ne? Die hier. Ja, rein theoretisch sollten zwei genug sein. Wir prüfen. So. Das tut mir echt leid, dass ich das hier... Das ist irgendwie blöd, ne? Aber gut. Ich tue das mal alles hier rein. Ja, also den Ständer muss ich natürlich auch noch machen, ne? Das bleibt natürlich auch nicht aus. So, jetzt würde ich mal anfangen, hier die Wände zu bauen. Besonders das Dach muss drauf. Boing. What? Auch fertig. Sehr gut. So, machen wir noch hier. Sehr schön. Auch gut. Haben wir. Gut, dann brauche ich mal hier noch, ich weiß jetzt nicht wie viel. Okay, haben wir fertig. Kann ich mal hier rüber tun. Machen wir auch da rein. So, dann braucht man ein Dach. Ein Dach und da kriegt man das hier auf alle Fälle hin. Jawohl. Oh wow. Das ist natürlich klasse. Nein, ist nicht dein Ernst, oder? Dann halt so.
Dann machen wir das nochmal. So. Was brauchen wir noch? Vier Bretter. Haben wir die nicht dabei? Ne, die haben wir rausgetan. So. Sehr schön. So, drei Bretter brauchen wir noch. Die haben wir nicht. Wow. Eins. Zwei. Drei. Das haben wir. Gehe ich derweil mal hier was schlagen. Also Steine und Zeug, das, ja, das tut hier genug nachwachsen. Ne? Ich höre ein Hühnchen, das wäre ein bisschen Fleisch für uns. Das müsste ich mir mal gönnen. So, Speer. Da drüben ist es. Kann ich mich anschleichen? Das hat funktioniert. Gut, was haben wir bekommen? Ein paar Federn und zwei Steaks. Das ist sehr gut. Das reicht mir für den Moment. Ja. So soll das laufen. Okay, das können wir mit reintun. Da werde ich jetzt mal einen Ständer dafür bauen. Da werden wir mal einen Lagerplatz errichten. Und zwar brauche ich Feuerholz. Das machen wir hier mit hin. Und ich brauche Lager, Brettständer. Das wäre auch eine Idee. Das können wir vielleicht mal hier mit daneben machen. Zwei Stück. Ich habe einen Frosch, das ist sehr gut. Das ist wieder ein Steg. Holzscheit und Stockständer, genau. Das sind so die Sachen, die wir noch brauchen. Froschi? Eins. Zwei. Und das werfe ich nochmal mit drauf. So, dann kriegen wir unsere Proteine hier nach oben. Das ist sehr gut. Dann erstmal die Melone. Dann haben wir wieder ein bisschen Flüssigkeit. Wasser könnten wir uns rein theoretisch auch mal nehmen. Da ist ja was da. Wunderbar. Und so läuft das. Na, anbrennen tut es ja auch nicht. Und wenn wir wirklich mal hier zum Beispiel Äste brauchen, dann tun das auch ganz gut die Büsche. Ja, wer das noch nicht weiß. Das ist ja auch seit geraumer Zeit geändert. Das ist echt toll. Wir sind voll, glaube ich. Eine Steinkiste können wir mal machen, aber ich glaube, da haben wir kein Zeug dafür. Wo war denn das jetzt hier? So, können wir mal runternehmen. Jawohl, dann können wir das hier drauf tun. Sehr schön, dann sehen wir nämlich, was wir haben. So, dann würde ich mal sagen, ich werfe mal hier bei jedem eins drauf und wir gehen mal ein bisschen Holz hacken, ne? Ja, wir müssen bloß aufpassen, ne? Sonne ist ja wieder eingeschaltet, dass wir ein bisschen im Schatten bleiben. Und ich habe die Räuber und alles aus. Ich habe sie auch in den Dörfern noch aus, aber ich gehe nicht in die Dörfer. Wir gehen gemeinsam in die Dörfer und wir werden... das werden wir nächste Runde mal machen. Ja, nächste Runde machen wir das. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal soweit nied- und nagelfest. Und dann werde ich auch die Räuber zuschalten, für die Dörfer zumindest. Und dann schauen wir mal. So. Und dann schauen wir mal, ob wir schon irgendeine Blaupause bekommen, ne? Vielleicht für einen Extraktor oder so. Beziehungsweise können wir es uns ja... wir müssen diese Punkte noch finden, was früher die Blaupausen waren. Und dann können wir uns das ja selber freischalten. Es gibt ja etliche Dörfer, ihr habt es gesehen. Wir haben etliche Punkte zum Vergeben. Also werden wir so im Dorf ein bis zwei solche Punkte finden wahrscheinlich. Kann vielleicht auch sein, dass wir in einem Dorf gar nichts finden. Und dafür gibt es im anderen Dorf dafür 5, 6, 7 Stück zu finden. Ne? Das ist natürlich dann auch eine feine Sache. Ich glaube, hier kriegt was. Nee, du nicht. Ja gut, jetzt werden sie doch ein bisschen mehr. Ne? Aber auch nicht schlimm. Fetzt auf alle Fälle. So, ich glaube, ich brauche mal, na, wie heißt es? Eine Kiste für die Steine. Aber das Problem ist, wir haben, glaube ich, keine Nägel. Ne?
keine Nägel. Lagerplatz für die Steine. Das braucht Nägel. Haben wir Nägel gefunden? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich mal gucken. Aber das können wir mal rausnehmen hier. Das lässt sich nicht rausnehmen. Das ist ja ein Ding. Nägel. Hier haben wir überall nichts drin. Das müsste alles leer sein, genau. Nägel. Das können wir rausnehmen. Jawohl. So, hier können wir was reintun. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes mal 8 Bretter zum hier reintun. Kann ich nicht. So, muss ich erstmal hier die Stöcke raustun. Und dann kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da haben wir das schon mal drin. In Nägel hatte ich eigentlich gefunden. Die könnten noch im Moped sein. Vielleicht. Nee, hör mal auf. Der will immer fahren, ne? Der will immer durch die. Okay, 3 Nägel, das ist nicht viel. Der will immer durch die Gegend cruisen hier, ne? So, 3 Stück haben wir. Wir haben den Ofen, wir brauchen den Amboss. Dafür müssen wir jetzt Steine klopfen gehen. Das können wir machen. So. Ja, dann machen wir die einfach mal weg hier. Dann haben wir eine schöne freie Fläche. Ist auch schön. Man könnte natürlich auch hier einfach nur am See bauen, ne? Und wenn man die Räuber weglässt, wenn man sich das nur auf die Dörfer beschränkt, ist das auch eine feine Spielart. Muss ja nicht immer so voll sein alles, ne? Dass man hier immer auf den Latz kriegt. Und ich sehe gerade, wie viel haben wir denn? Sind die 1 Kilo? Etwas mehr, ne? Achso, hier können wir vielleicht mal durchspringen. Einer fehlt mir. Ist ja wohl. So, da müssen wir dann Steine reintun. Dann kriegt man die Erze. Und dann kriegt man irgendwann Barren raus. Und dann brauchen wir Barren für den Tisch oder so und für den Amboss und so weiter und so fort. Ja, und dann wird wahrscheinlich jetzt auch unser Wert steigen. Ne? Das werden wir mal beobachten. So, wie viel bringt das? Was? 1,75? Ja, stimmt. Doch. Ich war jetzt erschrocken, dass das so viel war. Ja. Und dann müssen wir noch ein paar Nägel machen. Da drüben ist schon wieder ein Frosch. Sehr gut. Okay. So, jetzt können wir mal hier Steine drauf machen. Das machen wir einfach so. Ne? Da könnt ihr die Shift-Taste drücken und rechte Maustaste. Dann würde ich mal sagen, wir halbieren das mal. Werfen mal 30 hier rein und 30 hier rein. Zünden das mal an. Und dann kann das hier mal durchlaufen. So. Okay. Ja, dann machen wir mal den voll Steine hier. Mhm. Ich denke mal, die sammeln wir noch hier ein. Und dann ist es das mit den Steinen. So, wunderbar. Sehr gut. Da war noch einer. Den nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon dabei sind. Frage mich gerade, ob die schon wieder nachgewachsen sind. Eigentlich brauchen die 5 Tage, ne? Glaube ich, in den Tage oder Monate, wie du es auch immer sehen willst. Dann haben wir den noch nicht weggemacht. Gut. Okay. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wegen Wechseln. Das ist bald soweit. Ja, hier könnten wir mal was hintun. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Feuerholz. Jo, das sollte reichen vielleicht.
Und ich würde mal ganz schnell hier rüben noch schauen, was unsere Anzeige dazu sagt. Im Moment sagt sie gar nichts. Also scheint es wirklich dann bei den elektronischen Sachen mehr der Wert drauf zu liegen. Okay, das ist natürlich sehr interessant, die Geschichte. Und ja, müssen wir mal gucken, ne? So, hier Segen, Segen, Segen. Das kann immer ein Segen sein. Hä? Der war weg. Oh, oh. Hier gibt es Treibsand. Wenn ich hier lang gehe, vielleicht kann ich den da aufnehmen? Nee. Okay, wer weiß, was das war. Ich will es gar nicht nachfragen. Okay, haben wir aufgenommen. Wir können mal in die Essensabteilung schauen. Und vielleicht können wir uns mal satt essen. Das sieht doch gut aus. Dann trinken wir noch einen Schluck. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wasser. Ja, läuft. Und vielleicht, ja, wir haben noch zwei Fleisch drauf. Das sollte passen, ne? So. Sehr gut, das ist bald fertig. Was brauchst denn du hier? Du brauchst Eisenbahn und 8 Bretter. Das sollte doch möglich sein. Eins. Okay. Dann sollte es jetzt möglich sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was sagst du hier? Du brauchst 10 Bretter, 10 Nägel. Kann ich da noch durchgehen? Ja, das läuft. Gut, dann nehmen wir das mal runter. Das tun wir rein. Das tun wir runter. Und dann können wir schon den ersten Barren machen. Feine Sache. So, dann machen wir hier nochmal. 1, 2 und 3. Jetzt muss ich mal gucken, in welcher Zeit wir leben. Ja, da haben wir noch Luft. So. Und immer ein bisschen was mit einsammeln hier. Und den machen wir auch gleich noch weg. Ja, ich werde die Umrandung jetzt wieder wegmachen. Ich habe es bloß mal kurz reingenommen. Sitzt da drüben ein Frosch. Sieht so aus. What? Okay, also ich glaube, fleischmäßig ist das kein Problem, ne? Ihr seht es. Ich hätte gedacht, sie haben es ein bisschen geändert, weil mir kam das persönlich so vor, als wäre das ein bisschen weniger geworden. Aber das ist wohl eine Falschannahme. So, das können wir noch mit drauf tun. Haben wir noch was, was brennt hier? Ja, ein paar Minuten. Gut. Der eine ist, nee, der ist noch nicht fertig. So, hier haben wir auf alle Fälle Eisenbahn. Brauchen wir, ja, ich würde mal sagen, 2 Bahnen zu Nägeln. Und den Rest schauen wir mal, was wir damit machen. So. Sehr gut. Gut, dann würde ich mal hier weitermachen. Wir werden mal das hier vollenden. Jupp. Auch wenn wir jetzt hier herumlaufen müssen, aber soll nicht stören. So. Ach, das sind wir schon voll. Bretter brauchen wir. Das können wir hinkriegen. Ja. Wie gesagt, ich mache am Anfang jetzt ein bisschen schnell, damit wir einfach ein bisschen was schaffen in der Zeit. Es sind halt die normalen Dinge, die wir immer machen, ne? Und von daher, jetzt seht ihr, jetzt regnet es, jetzt würde nämlich unser, normalerweise unser Zeug ausgehen, aber dadurch, dass wir schon vorgesorgt haben mit dem Dach, funktioniert es. Ja, und unser Holz reicht auch. Haben wir eine gemütliche kleine Hütte, wenn ich ehrlich bin, reicht mir die sogar. Vielleicht nicht für die ganzen Gerätschaften, die wir mal haben werden, aber... So, okay, jetzt werde ich mal das Fahrzeug überprüfen. Wir haben hier die Möglichkeit, erstmal was abzuwerfen. So. Nee, du sollst da nicht immer...
Der macht mich alle, der Typ. So, das haben wir. Nee, das ist andersrum. So will ich. Kriegen wir alles fort. Ich nehme erstmal den kleinen Klimbim hier. Ja. Oh wow. Okay, ich tue mal alles Kleine hier rein, was so kleine Sachen sind. Und hier können wir dann sowas reintun. Steine können wir hiermit lagern. 1, 2, 3, 4, die behalte ich mal. Jetzt haben wir 5. Und die großen Sachen kommen auch mit rüber. Dann ist nämlich unser Fahrzeug frei. So. Holz kommt hiermit hin. Das ist okay. Jupp. Läuft. So, holzmäßig, ja, müssen wir mal gucken. Zweimal Feuerholz. Können wir noch mit reintun. So, das ist alles soweit fertig. Da brauchen wir Nägel, da brauchen wir das. Wunderbar. Hier läuft es auch. Das kann ich mir hochtun. Und dann kann ich nämlich das Essen eigentlich woanders hin tun. Ja, Essen haben wir jetzt, glaube ich, hier drin. Genau. Wunderbar. Gut, dann haben wir erstmal das. Ja, hier brauchen wir Nägel. Nägel mit Köpfen machen, genau. Und dann schauen wir mal. Ja. Was? War sie weg? War sie weg? Nein! Nein! Ja, so kommst du auch zu Holz hier, ne? Und Steine. Also vielleicht ist in manchen Sachen die Nachspawnrate einfach zu viel, sage ich mal, ne? Das weiß ich aber nicht genau. Ach, hätte ich es gar nicht gebraucht? Ist ja ein Ding. Naja, dann ist das so. Ich hoffe, dass es funktioniert mit dem Geräusch und dem Lichtwert. Vielleicht sind die auch ausgeschaltet, das weiß ich nicht. Ja. Den Schlachtertisch, da brauche ich auch 10 Metall, ne? Einen müssen wir auch zu den Krokodile. Die Krokodile sind auch nicht allzu weit weg, aber das kriegen wir hin. Dann nehmen wir, packen wir was in die Kiste und in den Rucksack. Und dann können wir uns den größeren Rucksack holen. Ist auch eine feine Sache. Ja. Schwuppdiwupps. Und den Wagen müssen wir uns machen. Aber wie gesagt, da brauchen wir auch, glaube ich, Nägel. Ne? Also ohne Nägel geht nichts. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Bahnen machen, dass wir den Amboss fertig bekommen. Und da muss ich überhaupt mal nach dem Rechten jetzt schauen. So, und ich denke, die halbe Stunde ist voll. Ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie es läuft. Ne? Die meisten von euch kennen das Spiel, die meisten von euch wissen, wie es läuft. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen, sage ich mal. Dass wir hier nicht jede Folge jeden Handgriff zeigen müssen. Ne? Wer ein längeres Let's Play mag, kann gerne, ich habe Anfang des Jahres im März, April, Mai haben wir hier die Version 14 durchgekaut mit 75 Folgen. Waren es 75? Ich glaube. Oder 45, 48? Weiß es nicht mehr. Ich glaube, die zweite Staffel waren 75. Also hier die 12er Version und die 14er, die 13er habe ich ausgelassen, weil das hauptsächlich da um Strom ging. Das habe ich dann in der 14er mit eingebaut. Und ich glaube, die 14er war 48 Folgen oder so, 45, weiß es nicht mehr genau. Und ja, wie lange es hier wird, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen, solange wir mal Lust haben. Ich weiß auch noch nicht, ob es jeden Tag kommt. Das ist so ein Problem, weil ich momentan 3 Let's Plays habe. Ihr wisst ja, ich gehe auch arbeiten. Von daher muss ich gucken. Ne? Und ja, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao und auf bald. Und wenn es gefällt, gerne ein Däumchen hinterlassen. Bis dahin, macht's gut.